Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der großen und kleinen Bahnen. Der Sommer ist vorbei, die Tage werden wieder kürzer und die Abende länger. Und das ist die richtige Zeit, sich mit der Modelleisenbahn wieder zu befassen. Heute sind wir zu Gast bei der Auhagen GmbH, weil Sie auch unschwer an dem Hintergrund erkennen können. Und ich lade Sie einfach ein, kommen Sie doch einfach mit. Ja, der Modellbahnwelt ist ja allgemein bekannt, die Auhagen GmbH als Zubehörhersteller in den Spuren H0, TT und N. Und das Ganze macht ja schon seit 1952 die Modellbahnwelt zu beglücken. 1885 wurde das Unternehmen direkt hier am Standort gegründet als Pappenfabrik. Und wir haben bis nach dem Zweiten Weltkrieg Pappen auch hier selbst produziert. Und ab 1952 wurden dann die selbst produzierten Pappen genutzt. Und es wurden Modellbahnbausätze hier hergestellt. Das war der Anfang. Und dann wurde natürlich mit Kunststoff produziert. Und die Firma Auhagen stellte die Bausätze hierher und die Auhagen-Bausätze waren natürlich sehr gefragt zu DDR-Zeiten. Dann kam leider die Mitbeteiligung des Staates, es wurde ein halbstaatlicher Betrieb und dann firmierte man unter Marmos. Und dann kam auch die Zwangsverstaatlichung in den 70er Jahren, die natürlich viel Leid gebracht hat, auch bei meinem Schwiegervater. Und letztendlich wurde das Auhagenwerk als Werk 5 hier geführt und gehörte fortan zum Vero Spielwarenkombinat. Und das bis zur Wende. Dann kam die Wende und es kam eigentlich zu einem Wiederaufblühen der Auhagen GmbH, oder? Ja, das Aufblühen, das war natürlich viel Arbeit und Schweiß, die da drin gesteckt hat. Und die Privatisierung wurde natürlich mit viel Enthusiasmus betrieben. Mein Schwiegervater war da ja schon über 70 Jahre alt und er hatte eigentlich persönlich nicht mehr die Ambition gehabt, zu reprivatisieren und hatte dann meine Frau gefragt, ob sie denn mitmachen würde. Und gemeinsam hat man dann 1990 die Auhagen GmbH gegründet und hat natürlich aber auch viele Fragen aufgeworfen. In dem Vero-Kombinat waren hier im Werk 5 zum Schluss 130 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Reprivatisierung war das ja gar nicht mehr möglich. Man musste ja am Markt bleiben, man musste konkurrenzfähig bleiben. Die Technik war veraltet. Man musste sich zwangsläufig, schmerzlich von Mitarbeitern trennen und hat mit 13 Mitarbeitern begonnen, den Betrieb wieder aufzubauen. Und wenn man die Bilder kennt und wer bei uns schon in der Ausstellung hier vor Ort gewesen ist, weiß, wie das Firmengelände ausgesehen hat, auch Anfang der 90er Jahre. Und heute hierher kommt, der erkennt es nicht wieder. Und mittlerweile haben wir aber auch durch Investitionen natürlich auch wieder Mitarbeiter einstellen können. Und ohne den Mitarbeitern, die sehr engagiert sind, wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Ja, liebe Zuschauer, nun möchte ich Sie natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben natürlich die Gelegenheit gehabt, hier im Werk zu drehen. Und du sagtest es ja bereits schon, es hat sich viel getan in dem Betrieb. Und das wollen wir Ihnen jetzt ganz einfach mal zeigen. Ja, um den Weg vom Vorbild zum Modell einmal nachzuvollziehen, haben wir uns ein ganz besonderes Modell ausgewählt. Das Modell der Großbekohlungsanlage des Bahnbetriebswerks Chemnitz. Was mich bei diesem Modell überrascht hat und auch begeistert, ist die unglaubliche Perfektion, mit der dieses Modell hier im Hüttengrund entsteht. Ja, wir gehen bei so einem Modell natürlich ganz klar vom Vorbild aus. Wir schauen uns das Original genau an, analysieren es, wie wir es umsetzen können, fotografieren, nehmen Maß, ganz verschiedene Sachen, Details, die groben Maße und dann setzen wir das am Rechner um in eine komplette 3D-Konstruktion, wie man es hier sieht. Mhm. Und für die Präzision ist natürlich ganz wichtig dann die Maschinen, dass diese auch die Präzision erfüllen und das Ganze umsetzen ins Werkzeug. Das heißt, es kommt sozusagen in drei Ebenen aus deiner Hand. Du bist derjenige, der das Vorbild sich ansieht,
der alle Maße nimmt, die man irgendwie messen kann. Du musst aber auch bei der Konstruktion zugleich an die Werkzeuge denken, die für die spätere Fertigung dieses Modells erforderlich sind. Ja, es ist ganz wichtig, dass man alle drei Sachen im Auge behält. Einerseits, dass das Vorbild so detailgetreu wie möglich umgesetzt wird. Andererseits natürlich auch die Wirtschaftlichkeit darf man nicht vergessen und die Präzision. Also diese drei Komponenten muss man immer sehr überlegen, wie man die unter einen Hut bringt. Das besonders Schwierige an diesem Modell ist einfach die Detailtreue und die Filigranität und das Ganze in Kunststoff umzusetzen. Ja, man sieht es schon hier, das sind sehr viele einzelne Streben, es sind sehr viele Nieten und das muss alles einzeln umgesetzt werden. Die in der Konstruktion ermittelten Maße und Daten des Modells werden über eine Datenleitung direkt an den Formenbau zur CNC-Maschine übermittelt. Mithilfe von Spezialwerkzeugen und des Einsatzes hochmoderner numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen werden im Werkzeugbau die Gussformen für die Spritzgussmaschinen hergestellt. Eine Spritzgussform besteht je nach Größe und Details des zu spritzenden Kunststoffteils aus mehreren Baugruppen, die vorwiegend aus Stahl bestehen. Alle Spritzgussformen, die bisher im Unternehmen verwendet wurden, finden im großzügig gehaltenen Lager ihren Platz. Für die Serienfertigung der Großbekohlungsanlage des BW Chemnitz wird die Spritzgussform für den Einsatz am Spritzgussautomaten vorbereitet. Noch warm ein fertiges Spritzgussteil aus dieser Maschine. Mike, was kann diese Maschine? Was ist jetzt hier passiert? Ausgangspunkt ist dieses Kunststoffgranulat, wo Farbstoff zugesetzt wird. Und das läuft dann hier durch diesen Spritzzylinder, wird dort erwärmt. Man muss sich das dann so vorstellen, die Konsistenz ist dann wie Honig, wird dann in diesen Hohlraum dort eingespritzt und dann hat man sozusagen ein fertiges Spritzgussteil. Mit dem Spritzgießen lassen sich Kunststoffteile mit hoher Präzision in kurzer Zeit herstellen. Mehrere Maschinen in der Produktion sorgen für kurze Produktionszeiten und eine hohe Verfügbarkeit der Produkte von Auhagen. Nun habe ich die Teile für die Großbekohlungsanlage und ich habe auch schon die Schachtel, in der die Teile dann an den Bastler versandt werden sollen. Die Schachtel ist noch ein bisschen weiß. Sie muss noch ein bisschen Farbe haben. Markus, dafür, dass sie Farbe kriegt, bist du da. Genau, das ist richtig. Aber wir brauchen nicht nur die Farbe auf der Verpackung, sondern der Kunde muss auch sehen, was drin ist. Deshalb kommt auch noch ein Produktfoto mit auf die Verpackung. Die Vorder- und Rückseiten werden abgebildet. Der Grundriss kommt da drauf, die Maße. Wir haben 4 verschiedene Sprachen auf der Verpackung. Wir machen natürlich nicht nur die Verpackung bei uns, sondern alle möglichen anderen Drucksachen, die die Firma Auhagen braucht, wie Kataloge, die Planungshilfe, mehrere Ausgaben, sämtliche Werbedrucksachen im Allgemeinen, wird alles bei uns fertig gestaltet bis zur fertigen Druck-PDF und dann in die Druckerei gegeben. Ganz wichtig ist natürlich die Bauanleitung. Hier zeigen wir dem Bastler, in welcher Reihenfolge er die Teile zusammenfügen sollte. Wir bekommen die Daten für die einzelnen Teile aus der Konstruktion, setzen sie dann in der richtigen Reihenfolge zusammen. Der Matthias im Dioranbau bekommt dann die Bauanleitung noch einmal und baut danach das erste Modell zusammen, um zu prüfen und zu testen, ob da wirklich die Reihenfolge stimmt, ob die Zahlen alle an der richtigen Stelle sitzen und wenn wir dort keinen Zahlendreher drin haben. Hier wird intensiv gebastelt, wie ich sehe, so richtig schön wie zu Hause, ohne Bauanleitung. Und ich sehe, die Großbekohlungsanlage ist fast fertig. Wir probieren also selbst die Teile aus, passen sie im Bausatz zusammen, ist die Maßhaltigkeit gegeben, um auch wirklich dann zu sagen, okay, wir bekommen den Bausatz zusammen, wir haben ein ordentliches Modell. Hier stelle ich fest, ob die Maßhaltigkeit stimmt in allen Richtungen. Wenn das gegeben ist, Freigabe für die Produktion, ist es nicht gegeben, dann Nacharbeit beim Werkzeugbau
und dann wird nochmal von vorn probiert. Die Bauanleitung muss ebenfalls kontrolliert werden, dass auch die Bauschritte, so wie sie dargestellt sind, wirklich funktionieren, dass die Reihenfolge stimmt, dass ich wirklich am Ende ein ordentliches Modell habe und dass alles sozusagen zur Zufriedenheit funktioniert. In Verbindung mit den Planungshilfen von Auhagen lassen sich eigene Ideen im Hausmodellbau kinderleicht umsetzen durch das einzigartige Baukastensystem. Auhagen setzte mit dieser Idee Maßstäbe für den ambitionierten Modellbau. Sag mal, könnte es sein, dass ich die Ansammlung dieser Modelle hier noch nie als Bausatz gesehen habe? Das ist richtig, die kannst du noch nie gesehen haben, denn das sind alles Anwendungsmodelle aus unserem Baukastensystem, um mal zu zeigen, was damit alles möglich ist. Das heißt also, das Fabrikgebäude oder das Fabrikgebäude oder die große Werkhalle könnte ich weder fertig noch in der Schachtel kaufen. Genau so ist es, aber mit unserem Beutelsystem, wo ich jedes Teil einzeln erhalten kann, ist es möglich, eigene Konstruktion vorausgesetzt, diese Gebäude nachzubauen. Hast du die Gebäude nach einem konkreten Vorbild gebaut oder ist das reine Fantasie? Das sind reine Fantasiegebäude. Das heißt also, ich könnte dieses System, Baukastensystem genannt, verwenden, um Werkgelände, Fabrikgelände so zu bauen, wie mir der Kragen gewachsen ist. Das ist eigentlich Sinn und Zweck unseres Baukastensystems, mir eine individuelle Fabrik oder aber auch andere Gebäude nachzubauen. Im Jahr 1952 begann der Betrieb mit der Herstellung von Modellbauhäusern, wobei anfangs die Bausätze aus Pappe bestanden und die Fassaden entsprechend geprägt wurden. In den späteren Jahren löste Kunststoff die Pappe ab. Vorteil: eine bessere, feine Detaillierung der Modelle. Hier im Keller, hinter Stahltüren, lagert ein besonderer Schatz. Alle Gebäudemodelle von Auhagen, die seit Bestehens des Unternehmens produziert wurden. Soweit der beeindruckende Besuch für uns und auch für Sie sicherlich, liebe Zuschauer, der Werksbesuch hier bei Auhagen. Da sind wir aber noch nicht ganz fertig mit Auhagen, denn es geht auch um die heutige Produktpalette. Und da habe ich so ein ganz besonderes Highlight immer wieder im Hinterkopf. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, ist das Baukastensystem. Das ist ja nun eine echte Innovation, die ihr sozusagen an den Markt gebracht habt. Ja, seit 2010 gibt es unser Baukastensystem in der Spurweite H0. Und das ist natürlich ein sehr innovatives Modell in Anführungsstrichen, denn das ist so vielseitig, dass man hier nichts von der Stange bekommt. Sicherlich gibt es Grundbausätze, die die Basis bilden, und doch kann man ganz individuell sein eigenes Gebäude kreieren, und die Kreativität ist, da sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch unbegrenzte Möglichkeiten in Anbau- und Einbauteilen, so dass man Industrieobjekte gestalten kann. Man kann Gymnasien, Postämter oder was weiß ich auch immer, was der Modellbauer sich wünscht, dort eben selber gestalten. Wir haben diese Wände in Klinkerziegelstruktur in den Farben Gelb und Rot, aber auch in der geputzten Variante. Und man kann also hier wirklich sehr, sehr viel seinem eigenen Kreation freien Lauf lassen. Du sprichst gerade die Kreation an. Da habe ich natürlich was Besonderes im Hinterkopf. Die Feldbahn, das war ja auch so eine Kreation von euch. Hatte die Feldbahn eigentlich schon einen Namen? Unsere Feldbahn hat noch keinen Namen. Das wollen wir gerne den Modellbahnern überlassen oder dann vielleicht sogar ganz anderen. Okay, also liebe Zuschauer, Sie sind auch gefragt, wenn Sie einen Namen für die Feldbahn haben. Michael Hoffmann ist sehr dankbar. Aber es geht auch um Namensgebung in unserem nächsten Beitrag. Wir waren vor kurzem auf dem Weimarer Zwiebelmarkt und da wurde von der Erfurter Bahn ein Triebwagen getauft. Und hier geht es tatsächlich mal um Namensgebung. Wir taufen den Zug auf den Namen Weimar Kulturstadt Europas. Yeah.
Es ist eine gute Tradition, bei einer Fahrzeugtaufe neuen Triebfahrzeugen Städtenamen zu geben, werden so regionale Bezüge hergestellt und sie sind auch zugleich Botschafter auf den Fernstrecken der Eisenbahn. Eine Premiere erlebten Weimars neue Zwiebelmarktkönigin Anni die Erste und der Thüringer Eisenbahnverein Weimar e.V. beim 360. Weimarer Zwiebelmarkt. Im Rahmen des Eisenbahnfestes wurde auf dem Vereinsgelände ein neues Triebfahrzeug der Erfurter Bahn GmbH auf dem Namen Weimar Kulturstadt Europas getauft. An der Taufe des Triebwagens 306 nahm Königin Anni I. auch Weimars OB Stefan Wolf, der Aufsichtsratsvorsitzende der Erfurter Bahn GmbH Dietrich Hagemann und EB-Geschäftsführer Michael Hecht teil. Eingeladen zu diesem Ereignis im Weimarer Eisenbahnmuseum hatten die Erfurter Bahngesellschaft und der Eisenbahnverein gemeinsam. Die Erfurter Bahn GmbH hat am 10. Juni 2012 in ihrem Netz der Elster-Saale-Bahn auch den Schienenpersonennahverkehr rund um Weimar aufgenommen. Seitdem fahren die grün-weißen Triebwagen pro Tag mehr als 80 Mal den Weimarer Hauptbahnhof an. Sie befördern Fahrgäste aus den Bereichen Leipzig, Zeitz, Gera, Jena, aus Kranichfeld und Bad Berka sowie aus Apolda in die Kulturstadt und zurück. Viele tausend Besucher lassen sich nicht das Ereignis entgehen, anlässlich des Weimarer Zwiebelmarktes den Saisonausklang mit dem Weimarer Eisenbahnverein gemeinsam zu begehen. Auf dem Gelände des TEV kann man alte und auch neuere Eisenbahnen hautnah erleben, quasi zum Anfassen. Und bei manch ausgestellter Lokomotive kommt man schon ins Schwärmen. Einen besseren, publikumswirksameren Ort gab es wohl an diesem Tag nicht. Die Fahrzeugtaufe der Erfurter Bahn und die geballte Eisenbahnpower vergangener Zeiten. Soweit unser kleiner Bericht von Weimar, liebe Zuschauer. Ja, nun sind wir ja nun fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich stelle die Fragen immer wieder gerne, obwohl ich immer sehr abschlägige Antworten bekomme. Die nächste Spielwarenmesse wirft ihre Schatten voraus. Unsere Zuschauer wollen sicherlich sehr gerne wissen, was kommt Neues. Erfahren wir was von Ihnen? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Von mir erfahren Sie dazu nichts. Wir halten dicht bis Februar 2014. Ja, Sie sehen, liebe Zuschauer, ich habe es versucht. Also wir erfahren hier nichts. Aber was wir erfahren können, jeder Besucher, der hier nach Hüttengrund kommt, ist sehr gern gesehen. Und es gibt auch ein kleines Highlight hier am Werk im Hüttengrund. Es gibt auch eine kleine Verkaufsstelle, wo man natürlich ein bisschen auch die Gebäudemodelle abstellen kann und auch noch ein bisschen stöbern kann. Das ist richtig. Wir haben hier einen kleinen Shop an unserer Firma, wo wir unsere Artikel selbstverständlich zum UVP anbieten, wo auch alle Modelle aufgebaut sind, wo der Kunde sich die erst anschauen kann und kann sie dann hier gern käuflich erwerben. Und wer sich vorneweg anmeldet, natürlich ist uns das lieb, wenn es größere Gruppen sind, kann man gern auch eine Betriebsbesichtigung durchführen. Und man kann sich auch die kleine historische Ausstellung hier bei uns im Hause anschauen, wo die gesamte Firmengeschichte dokumentiert ist und wo man auch sich interessiert damit auseinandersetzen kann, wie es 1885 begonnen hat, bis hin eben in unsere heutige Zeit. Ich denke, das ist ein kleines Highlight und auch sehr interessant. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Highlight anzubieten. Es wird ja bald Winter, oder? Das lässt sich nicht aufhalten. Lässt sich nicht aufhalten. Ja, und für alle Modellbahnfreunde, die Winteranlagen bevorzugen oder mit den Gedanken spielen, auf Winteranlagen zu spielen, haben wir jetzt einen kleinen Loktest vorbereitet, nämlich die Beilhack-Schneeschleuder von Rocco. Wir testen heute ganz exklusiv für Sie das Spitzenmodell von Rocco, die Beilhack-Schneeschleuder der SBB. So nun, liebe Kollegen, nun nehmt mal den Winter hinter mir weg, mir ist schon ganz kalt am Rücken. Nach der Ausrangierung der ehemals eingesetzten Rotary-Dampfschleudern sollte der Park der SBB-Schneeschleudern vergrößert werden.
und 1980 führte dies zur Beschaffung zweier selbstfahrender Dieselschneeschleudern der Firma Beilhack aus dem bayerischen Rosenheim. Und seitdem bewährt sich die Bauart am Gotthard. Die Ausstattung des Fahrzeugs, die Bezeichnung dieser Schneeschleuder ist XROTM, die Bahnverwaltung, die SBB und das Modell Länge über Puffer 149,5 mm. Das Fahrwerk ist in Zinkdruckguss ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff. Die angesetzten Griffstangen am Fahrzeug sind aus Metall, auch wie die extern angesetzten Accessoires. Die angesetzten Accessoires sind Hacke und Schaufel. Möchte ich Ihnen mal zeigen. Am hinteren Teil des Fahrzeugs, wenn es nicht mehr weitergeht, ist Hacke und Schaufel angebracht. Und damit das Fahrzeug auch richtig fahren kann, befinden sich die Maschinisten und der Lokführer bereits an Bord. Die eingebauten und angesetzten Scheinwerfer, das ist auch eine Besonderheit, die man selten sieht. Die Scheinwerfer sind in Chromringe gefasst. Die Schleudereinheit vorn sieht man auch sehr schön hier, die rotierenden bzw. die dann im Betrieb rotierenden Blätter. Die oberen sind ohne Funktion, was auch hier sehr schön als hervorragend zu sehen ist, dass die Auswürfe manuell verstellt werden können. Je nach Arbeitsrichtung bzw. nach Erfordernissen. Auch sehr schön nachgebildet die Hochgeschwindigkeitsscheibenwischer. Auch sehr schön die Beschriftung des Fahrzeugs exakt und trennscharf und auch dem Vorbild entsprechend. Der Antrieb erfolgt über ein Schneckenstirnradgetriebe, angetriebene Achse eine. Das Modell hat zwei Hafträder. Die Stromabnahme erfolgt auf den restlichen drei Achsen. Das Fahrzeug hat eine Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plax 22 und ist mit Sound ausgestattet. Des Weiteren gibt es ein ganz besonderes Ausstattungsmerkmal. Das Fahrzeug hat nämlich vier Motoren. Einer ist fürs Fahren zuständig, einer dreht den gesamten Aufbau, ein Motor betätigt das Heben und Senken der Arbeitsbühne und ein Motor betätigt die Rotoren. Ausschalten des Diesels.
Soweit der Locktest mit der Schnellschleuder von Rocco. Ja, und dann bleibt mir nur noch eins, liebe Zuschauer, mich ganz herzlich von Ihnen zu verabschieden, mich für Ihr Interesse zu bedanken. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Michael Hoffmann, dass er uns nochmal hier hat Rede und Antwort gestanden. Und ich denke schon, der Aufruf an die Modellbahner, hier mal vorbeizukommen, steht sicherlich immer. Dankeschön. Und in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.